Teilnehmer in den Sattel. Auf drei. Eins, zwei, drei. Und los. Danke noch für die frischen Primes und Resubs, Chat. Hä? Die warten auch noch ein bisschen. Das ist so komisch, das ist so... Also, ich verstehe das nicht. Willkommen an die neuen Subs. Danke für die Resubs. Also, hier könnt ihr easy ein paar Kreuzer gewinnen. Ihr braucht nur einen einigermaßen guten Sattel. Weil ich glaube, das dürfte schon schwieriger werden, wenn ihr nicht richtig gute Ausdauer habt für euer Pferd. Wisst ihr noch das eine Rennen, wo der Gegner einfach gar nicht hinter uns war? Wo wir, keine Ahnung, 30 Sekunden im Ziel gewartet haben und er kam einfach nicht? Einfach unter die Map geglitscht oder so. Herhören. Langsam. Das Finale des Erasmus-Wegelbuth-Gedächtnisrennens ist vorbei. Keine Zuschauer da. Der Sieger ist Gerald von Riva auf Plätze. Ruhm und Ehre dem Sieger. Die fegt da gemütlich. Keine Zuschauer. Karriere am Boden. Fantastisches Rennen. Glückwunsch. Welch ein Sieg. Mhm. Gefangen und als Nebenattraktion in einem Zirkus. Nun, das könnte ziemlich profitabel sein. Na gut. Easy Kron. Ja, ja. Gerald von Riva, nicht wahr? Was willst du? Ich möchte meine Bewunderung wegen deines Sieges ausdrücken. Und hier eine Einladung vom Boss. Er will dir persönlich gratulieren. Leb wohl. Nachricht von Carlo. Okay. Schauen wir mal, was wir für Plötze bekommen haben. Einen schlechteren Sattel, perfekt. Oh, aber 15 bessere Ausdauer. Und schlechtere Satteltaschen. Besiege, lies den Brief, den du erhalten hast, sprich mit dem... Ich weiß auf jeden Fall, dass die Rennen auch trophäenrelevant sind. So, machen wir die Questline von. Von. Rittersporn weiter. Bist du Rautleck? Henry Rautleck, Künstler, Maler, Schuldner und Märtyrer meiner Kunst. Zu deinen Diensten. Rittersporn schickt mich. All das Wetter. Oh ja, sag ihm, dass seine Plakate fertig und sicher versteckt sind. Aber ich kann nicht nach Hause gehen, weil mir da eine Bande wütender Gläubiger auflauert. Einem bin ich begegnet, glaube ich. Dann kennst du ja meine Zwangslage. Und jetzt hat Graf de Louverten mir in Aussicht gestellt, alles zurückzugewinnen. Ich soll auf ein Rennen wetten. Großzügig. Das könnte sich nicht jeder leisten. De Louverten ist ja auch nicht irgendwer, sondern der jüngste Sohn von Herzog Sein.
aus der bekannten Juwelenhändlerfamilie. Eine Schuld mehr oder weniger bedeutet ihm nichts. Worum machst du dir denn Sorgen? Das ist deine Chance, wieder auf die Füße zu kommen. Ich habe in letzter Zeit so oft Pech. Wenn ich Delovertens Angebot annehme und verliere, bin ich ihm für immer ausgeliefert. Hör mal, ich will nur diese Plakate haben. Sag mir, wo du sie hingetan hast. Dann lasse ich dich zufrieden. Tut mir leid, das geht nicht. Ich verwahre sie zusammen mit Erbstücken, die diesen Barbaren vor meinem Haus den Sabba aus dem Mund laufen lassen würden. Dann geh und hol sie selber. Ich warte hier. Wenn ich da ohne Geld aufkreuze, hauen sie mich zu Brei. Ich muss irgendwie meine Schulden zurückgewinnen, sonst kann ich nicht nach Hause zurück. Machen wir das Rennen, Chat, oder geben wir ihm die 200 Kreuzer? Ich würde sagen, wir machen den sparenden Boss. Machen wir es so. Ich nehme teil, du wettest auf mich, gewinnst, zahlst deine Schulden und gibst mir die Plakate. Bist du so ein guter Reiter? Jedenfalls nicht der schlechteste. Sag dem Grafen, dass du das Angebot annimmst. Weil 200 ist nicht wenig. Hat niemand gesehen, Chat. Hey, Plätze, Mann! Seite, du NPC. Wir haben ja jetzt noch einen besseren Sattel, was Ausdauer angeht. Das hätte ich nicht erwartet. Darf ich fragen, womit ich deine Großzügigkeit verdient habe? Sagen wir einfach, dass ich hin und wieder gerne eine gute Tat tue. Können wir jetzt diese Plakate holen? Ich bringe sie ins Rosmarin und Thymian, sobald ich meinen Verpflichtungen nachgekommen bin. Prima. Wir sehen uns dort. Vorsicht! Oh, gleich wieder ein Level-Up. Nochmal ein paar Kronen-Mimonen! Meisterlich gefährdeter Sattel. Alter, die lohnen sich ja echt. Die lohnen sich ja wirklich, die Rennen. Boah, nochmal eine 20-Bomb. Bam, bam. Klingt voll heftig, so meisterlich gefertigter Sattel. Aber er ist einfach... halb so schlecht. Scam, ja. Aber kann man ja trotzdem verkaufen für ein paar Kreuzer. Ach, ist das gemütlich. Auf Skelly gibt's einen Pocksattel. Bei meiner Ehre. Elfenehre. Weniger wert als Menschenscheiße. Ja? Suchst du jemanden Fremder? Ja? Das ist doch Camille und Geißfuß. Daraus hat sie Tee gegen Bauchschmerzen gemacht. Aha. Also hat sie Tränke gebraut. Probe, schalt das auf. Ihr Vater ist Zeuge. Tränke? Seid ihr verrückt? Was da abgeht. Ich hätte mit meiner Einheit im Wald machen. Fangen wir in G-Dur an und... Ah, die Truppe hat hart gearbeitet, wie ich sehe. Nicht übel. Ich liebe es. Vor allem diese Ausstaffierungen an der Wand. Die hat Priscilla ausgesucht. Ich muss schon sagen, einen tollen Geschmack hast du. Was ist mit Rautleck?
Hast du die Plakate bekommen? Rautleck hat gesagt, dass er sie selber bringt. Er müsste bald hier sein. Wunderbar. Besser kann ich das Chamäleon nicht bewerben. Fällt euch auf, dass alle Charaktere immer nass aussehen, wenn es draußen regnet, obwohl sie drinnen sind? Das ist so dumm eigentlich. Du hast gar nicht erwähnt, dass du den Namen änderst. Rosmarin und Thymian war nicht verkehrt, aber man assoziiert temerische Küche damit, serviert von Kellnerinnen im Bauernaufzug. Ein Chamäleon passt viel besser zum Kabarett. Außerdem betont der Name, dass der Ort jetzt ganz anders aussieht. Klingt insgesamt einfach besser. Was ist mit der Choreografie? Habt ihr für die Eröffnung was Besonderes vorbereitet? Nicht wir, sondern Polly. Sie ist unbezahlbar. Kam rein und hatte die Mädchen auf Linie, bevor ich Unterwäsche sagen konnte. Bei der Premiere wird es stehende Ovationen geben und kniende gleichzeitig. Dann ist wohl alles bereit. Wann ist die Eröffnung? Bald. Wir haben in einer Stunde Kostümprobe. Ich muss nur noch schnell mein Kleid holen. Danke für alles. Keine Ursache. Meine Träume vom Kabarett werden wohl wahr. Zur Feier eine Runde auf meine Rechnung? Warum nicht? So lobe ich mir das. Timo, danke für die 5 versteckten Subs. Chat, denn hier für eine Bombe auf dem Flop. Der Vorarbeiter hat dich und Priscilla reden sehen. Danke für die 5. Das stimmt. Und? Hat sie was über mich gesagt? Ja, dass du fett bist und stinkst. Sie hat deine Vernunft gelobt. Weiß ich nicht mehr. Warum fragst du? Sie hat was gesagt, was mich an ihrem Verstand hat zweifeln lassen. Was denn? Dass du verantwortungsvoll bist und mit beiden Beinen auf dem Boden stehst. Du nimmst mich auf den Arm. Diesmal nicht. Warum nicht eins? Eins lässt mir keine Ruhe. Wir sind Wingman. Wie hast du Sophronia dazu gekriegt, dir was zu leihen? Oh, das war nicht einfach. Unsere Vorstellung hat sie so aufgeregt, dass ich ihr 4 Stunden lang was vorlesen musste. 4 Stunden lang der Mantel und der Degen. Das heißt, ihr habt also nicht... Bist du irre? Für wen hältst du mich? Sie verschwendet sich. Natürlich. Sie weiß, wie wichtig mir dieser Abend ist. Natürlich weiß sie es. Sie wirft sich bestimmt nur in Schalen. Das dauert, weißt du? Dann Oha. Ist es wahr. Die Eitelkeit der Frauen kennt keine Grenzen. Meister Rittersporn. Priscilla. Sie... Was? Sprich, Mann. Sie ist schwer verletzt. Sie wurde angegriffen. Man hat sie ins Wilmerius-Hospital gebracht. Angegriffen? Sie ist verletzt? Geralt... Komm mit, bitte! Natürlich. Gehen wir. Götter, Priscilla! Wird sie es überleben? Das halte ich für sicher. Ihr Zustand ist ernst, aber stabil. Verzeihung, aber bist du ein Verwandter? Verwandter? Nein, ein Freund. Ein sehr naher Freund. Rittersporn, stimmt's. Den Namen hat sie erwähnt, als sie kurz bei Bewusstsein war. Ich bin Joachim von Graz, Chefarzt der Chirurgie, bis vor kurzem Dozent an der Akademie zu Ochsenfurt. Der Form ist Genüge getan. Was hat sie für Verletzungen, abgesehen vom Auge? Da wären ein Commotio Cerebri mit kranialem Ödem, dazu eine laryngale Inzision, ferner zervikale und ösophagiale Verätzungen. Jemand hat sie gezwungen, eine kaustische Flüssigkeit zu schlucken. Das war also kein gewöhnlicher Raubüberfall. Eindeutig nicht. Es war das Werk eines Irren. Und nicht sein erstes. Wie kommst du darauf? Ich habe diese Verletzungen schon mal gesehen. Sehr alltäglich sind sie ja nicht. Gerade diese Woche ist eine Leiche mit ähnlichen Verletzungen in der Leichenhalle aufgetaucht. Und ohne Herz. Das Herr? Das hätte Priscilla also auch passieren können? Wird der Vorfall untersucht? Wir sind in Novigrad. Hier brennen nur die Unschuldigen. Geralt, ich weiß, du hast was gut bei mir, 100-fach. Aber ich muss dich um einen Gefallen bitten.
Finde den Bastard, der das getan hat. Finde und töte ihn. Du musst mich nicht überreden. Komm schon, Rettersporn, überlegen wir, was wir tun können. Ich würde vorschlagen, dass wir die Leiche des vorigen Opfers untersuchen. Sie muss noch seziert werden. Dabei könnten wir auf Hinweise stoßen. Schaut eine richtige, interessante Quest, meine Herren. Als Arzt weiß ich um die Bedeutung von Präventivmaßnahmen. Ich würde nicht warten, bis dieser Irre wieder zuschlägt, sondern eine sofortige Exzision anstreben. Wie bei tumorösem Geschehen. Die Analogie in allen Ehren, aber dieser Tumor wird nicht dasitzen und auf seine Exzision warten. Ich weiß die Hilfe zu schätzen, aber ich bezweifle, dass du weißt, worauf du dich einlässt. Das weiß ich sehr gut. Und ich versichere dir, ich kann auf mich aufpassen. Leichter gesagt als getan. Vor allem, wenn man sein Leben lang ein Skalpell geschwungen hat und kein Schwert. Sieh dir diese Narbe an. Nur Mut. Hast du eine Ahnung, was solche Spuren hinterlässt? Ein Flegel. Ein Morgenstern vielleicht. Was glaubst du? Habe ich den Schlag am Operationstisch kassiert? Lass mich wiederholen. Ich weiß, was ich tue. Und ich will helfen. Ob man mich in die Leichenhalle lässt? Durch den Haupteingang? Sicher nicht. Aber man kommt auch durch die Kanalisation rein. Die Kanalisation? Bist du da öfters, Doktor? So oft es zu präventivmedizinischen Maßnahmen erforderlich ist. Alternative Behandlungsmethoden. Aggressive, schätze ich. Interessant. Wir können das unterwegs besprechen. Bereit? Bereit und neugierig. Wer immer es war, ich werde ihn kriegen, Rettersporn. Selbst wenn's Hierarch Hemmelfahrt ist. Danke. Geh voran. Also Präventivmedizin in der Kanalisation. Worum geht es dabei? Überleg mal. Es ist sehr mühsam, die Opfer von Ertrunkenen zusammenzuflicken. Warum nicht am Problem statt an den Folgen arbeiten? Ich habe versucht, die Tempelwache in die Kanalisation zu schicken. Hörst du das? Schon eine Weile. Waffe ziehen. Oh, und mit Armbrust ist er bewaffnet, der Dreh. Für alle, die gestern nicht dabei waren, wir sind jetzt sehr stark dabei. Sehr stark. Gönnen wir uns mal ein gegrilltes Hühnerbrötchen. Das klingt lecker. Priscilla, wie sieht es aus? Bitte die Wahrheit, ohne Umschweife. Ihre Wunden werden heilen, aber ihre Stimme macht mir Sorgen. Sicher ist dir klar, was ein Stimmverlust für eine Bardin bedeuten würde. Er könnte sie sogar den Lebenswillen kosten. Kann man nichts tun? Ich fürchte, nur dein Freund Rittersporn kann in dieser Hinsicht helfen. Warum ist eigentlich gerade die falsche Quest ausgewählt? Die Leiter. Wir sind da. Komm. Je schneller wir es hinter uns bringen, desto besser. Warum? Hast du noch Termine? Jemand könnte uns stören. Der Leichenbeschauer zum Beispiel. Oder Hochwürden Nathaniel Pastodi. Also gut. Wir suchen die Leiche eines Zwergs. Eines Schnitzers. Den ganzen Alkohol mal verkaufen. Den sippe ich mir eh nicht rein. Spielen an den Händen, Holzspäne im Bart, Kleider voller Harz.
Das muss unser Zwerg sein. Sehr gut. Du gehst doch nicht in die Knie, wenn du Blut siehst. Durchaus nicht. Fang an. Wo? Sehen wir uns seinen Kopf an. Die Haare riechen versengt, als wäre er in einem Feuer gewesen. Fällt dir noch was auf? Dass man ihm die Augen entnommen hat zum Beispiel? Sind das Brandspuren in seinen Augenhöhlen? Ja, und graues Pulver. Asche vermutlich. Sehr fein. Der Mörder hat ihm die Augen entfernt und ihm dann glühende Kohlen in die Augenhöhlen gesteckt. Sieht so aus. Nach den Wunden zu urteilen, war unser Schnitzer noch am Leben, als es geschah. Digga, what the fuck? Untersuchen wir den Mund. Verätzungen. Blasen. Wie bei Priscilla. Das wird die geisteskranke Scheiße. Sieh da, sein Kehlkopf hat einen Schnitt. Tatsächlich. So dünn, dass man ihn leicht übersieht. Ein kleines, sehr scharfes Instrument. Ein Skalpell? Aber warum? Die Wunde ist zu klein, um zu bluten. Und es gibt Anzeichen einer Schwellung. Der Mörder... Ich glaube, er hat eine Tracheotomie gemacht, damit das Opfer nicht zu schnell stirbt. Untersuchen wir den Torso. Was haben wir denn da? Eine tiefe Wunde auf der linken Thoraxseite und eine Narbe über die ganze Länge des Abdomens. Untersuchen wir die Wunde im Oberkörper. Ja, das Herz wurde rausgeschnitten und die Wunde verätzt. Augenblick mal, da ist noch was. Ein Amphibienei von einem Salamander. Versenkt, aber intakt. Ich habe zwar ein paar Herpetologie-Vorlesungen gehört, aber ich wüsste nicht, dass Amphibien zur Eiablage Leichen benutzen. Entweder lag Professor Kochran fürchterlich daneben, oder dies ist das Werk unseres Mörders. Sieh dir die Narbe an. Lange, dünne Wunde. Eine Inzision. Aber die Ränder sind ausgefranst. Das heißt nichts. Schau, keine Schwellung, keine Hämatome. Eine alte Verletzung, vielleicht ein Arbeitsunfall. Öffne die Bauchhöhle. Vorsicht, es wird nach Verwesung stinken. Ich hab mal bis zum Bauch in der Jauche gegen einen Zeugel gekämpft. Da bezweifle ich... Halt, das riecht nicht nach Verwesung. Formaldehyd, eine medizinische Neuheit. Stark verdünnt dient es der Konservierung von organischem Gewebe. Weniger verdünnt ist es ätzender als Säure. Das würde erklären, warum keine Verwesung zu riechen ist und warum seine Kehle verätzt ist. Sieh dir die Hände an, diese Striemen. Die stammen von einem Strick, nicht? Er war gefesselt. Das ist anzunehmen. Anders hätte man ihn ja nicht foltern können. Sprichst du aus Erfahrung? Ja, aus der eines Opfers. Ich habe ein Jahr in den Kerkern von Dreiberg verbracht. Lange Geschichte. Vielleicht ein andermal. Siehst du die Schwiele? Unser Zwerg hat einen Ring getragen. Den hat jemand abgenommen. Hast du an seinen Beinen was Interessantes festgestellt? Sein rechter Fuß. Der Knöchel ist geschwollen. Die Zehennägel sind abgebrochen. Er hat offenbar hart zugetreten, bevor er abgetreten ist. Das scheint mir nicht der passende Moment für Scherze. Tut mir leid. Als Chirurg hat man andere Empfindlichkeiten. Mhm. Und einen anderen Humor. So krass, so viele Dialoge nur für diese Szene in einer Nebenquest. Hilfe, wie gut. Ja, das sage ich ja, das lobe ich immer wieder bei Witcher. Dass sogar die Nebenquests fantastisch geschrieben sind. Umfangreich detailliert mit 1A-Vertonung. Ne? Seine Genitalien, die sollten wir untersuchen. Es gibt keine Quest, die stark, wack die, sind was und mit links der Sache liegen zu tun haben. Mal sehen. Runter mit seiner Hose und dann... Oh, Scheiße. Syphilis eher. Frühes Stadium. Kein Zeichen von Diffusion. Könnte da ein Zusammenhang
Höchstens als mögliche Motivation des Mörders. Also gut, ich glaube, ich weiß genug. Dann erleuchte mich bitte. Ich habe nämlich keine Ahnung, worum es hier geht. Was das Motiv sein könnte. Es war eine Art krankes Ritual. Du hast ja gesehen, verbrannte Augenhöhlen, ein Hohlraum, wo das Herz sein sollte, ätzende Flüssigkeit. Alles dreht sich um Wärme, Hitze, Feuer. Ewiges Feuer. Diese Spur sollte verfolgt werden. Weißt du, wie er hieß? Fabian Meyer. Und ich bin Hubert Drake, der Leichenbeschauer. Ich wollte die Autopsie vornehmen, aber du hast sie schon erledigt, Joachim. Wie immer mischst du dich ein, wo du weder erforderlich noch erwünscht bist und bringst dabei andere in Schwierigkeiten. Wer ist das? Ein Student, ein lebenslänglicher, mit einigen Fragen. Dann raus damit, aber beeil dich. Hochwürden Nathaniel kommt zur Inspektion. Er müsste bald hier sein. Ihr seid alte Freunde? Hubert hat mir die Grundlagen der Medizin beigebracht. Vor langer Zeit. Und nicht sehr erfolgreich. Bestimmte Prinzipien hast du immer noch nicht verinnerlicht. Beispielsweise, dass ein Arzt die Kranken behandelt und nicht die Welt rettet. Du hast dich gar nicht verändert. Ein Kompliment? Nein, eine Tatsache. 30 Jahre. Und kein bisschen verändert. Der Linke sieht doch viel älter aus als der Rechte. Müssten die nicht getauscht sein, Chat? Dass der Rechte dem Linken was beigebracht hat, wegen dem Altersunterschied? Wo wurde die Leiche des Schnitzers gefunden? Das ist wichtig. Willst du Nachforschungen anstellen? Aufregend. Er ist in seiner Werkstatt gestorben, südlich des Marktplatzes, gleich neben dem Tor nach Ferneck. Da wurde auch die arme Bardin angegriffen. Die ganze Stadt spricht davon. Aber der Schnitzer, Eustachius, der Leichensammler, hat uns die Leiche gebracht. Mit dem solltet ihr reden. Ich habe ihn eben um die Ecke gesehen bei... Oh, meinen Gruß, Hochwürden. Wer sind diese Leute? Ich dachte, ich hätte klargemacht, dass niemand eingelassen werden darf. Unter keinen Umständen. In der Tat, aber das sind Freunde des Verstorbenen. Gekommen, um die Leiche zu holen. Ausgeschlossen. Bringen Sie sofort raus. Wie Hochwürden wünschen. Meine Herren, kommt bitte mit. Ihr werdet einen anderen Weg nehmen. Na, Chat, was ihr anteasert? Warum hast du uns gedeckt? Ich habe nur meinen eigenen Hintern gedeckt. Wenn Hochwürden Nathaniel erführe, dass jemand in die Leichenhalle spaziert ist und ohne Erlaubnis eine Leiche geöffnet hat, bekäme ich große Schwierigkeiten. Aber daran hast du nicht gedacht, Joachim, was? Wie immer. Tja, eure Mutwilligkeit gefällt mir zwar nicht, aber auch ich will diesen Mörder hängen sehen. Wenn ich also etwas Neues erfahre, lasse ich es euch wissen. Danke. Warum interessiert ihr euch immer für die Schwerter, Chat? Ich habe halt ganz normale Schwerter dabei, die ich gelootet habe, ne? Beziehungsweise das eine Schwert haben wir von der anderen Hexer-Quest, ne? Der das Dorf abgeschlachtet hat. Und Nathaniel, das Schwert, das Stahlschwert. Wer ist das? Ein Halunke, ein Bastard. Wie jedermann, der die Robe des ewigen Feuers trägt. Die meisten sind Halunken, bevor sie die Robe anziehen. Das trifft auch auf Nathaniel zu. Bevor er die Robe trug, war er Folterer. Vor allem auf Frauen spezialisiert. Später hat Hierarch Hemmelfahrt ihn beauftragt, die Leichenhalle zu leiten. Er spricht sich mit der Tempelwache ab, überwacht Einäscherungen, hält Begräbnismessen im Tempel auf der Insel ab und so weiter. Traumberuf. Warum sagst du nicht, dass du den Leichenbeschauer kennst? Wir hätten uns die Kanalisation sparen können. Ich kenne ihn. Darum gehe ich ihm aus dem Weg. Genug davon. Ich entscheide, wann ich von einem Thema genug gehört habe. Was verbindet euch miteinander? Alte Geschichte. Wenn du darauf bestehst. Die Studentenproteste 1242. Hast du von denen gehört? Ich habe sie angeführt. Hubert verriet mich an die Behörden. So landete ich im Kerker. Jetzt weißt du es. Was hast du jetzt vor? Es gibt zahlreiche Spuren. Die Werkstatt des Schnitzers, den Leichensammler, der ihn gebracht hat, die Gasse, in der Priscilla überfallen wurde. Ich habe einiges zu tun. Ich auch. Im Hospital. Ich muss zurück. Aber ich drücke die Daumen. Und ich behalte dich im Auge.
Ich wusste gar nicht mehr, dass die Quest mit Rittersporn ja, so lang geht dann. Ich bin alles so leid. Geil. Kurz, wer dir heute den Arsch küsst, ja, irgendwas stimmt da nicht. Rein. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ewiges Feuer. Magier. Unser aller Vater. Lasst uns beten. Dass der eine so, in Anführungszeichen, jung noch aussehen soll, obwohl er schon vor 30 Jahren Unterricht gegeben hat. Sass. Was willst du? Na, Hübscher. Eine Feuerschale zu dieser Jahreszeit? Menschlich. Von Priscilla. Na, Schwester? Ist er das? Woher soll ich das wissen? Den Geruch kenne ich. Wir werden sehen, was er macht. Schon mal gegen einen Hexer gekämpft? Los, auf ihn! Du bist so gut wie tot! Na komm schon! Macht schon, verdammt nochmal! Du verfluchter Bastard! Mann, ihr Fickfotzen! Auge um Auge! Das war's. Jetzt bist du dran. Sagt er und schlägt in die Luft. Schon, verdammt nochmal. Du meinst wohl, du kannst mich auch aufschlitzen, was? Schieb sie in den Arsch, du Irrer! Huren können auch kämpfen! Ha! Ganz ruhig, ich tu dir nichts. Was machst du? Ich wollte kein Schwert ziehen. Rache üben. Was glotzt du denn? Weißt du nicht, dass Mörder immer an den Schauplatz des Verbrechens zurückkehren? Meine Brüder und ich werden ihm einen gebührenden Empfang bereiten. Für Priscilla. Fast hätte er sie erledigt, der Hundesohn. Ich weiß, ich bin hier, um nach Spuren zu suchen. Und mit allen zu reden, die etwas wissen können. Ich kann dir nicht groß helfen, fürchte ich. Aber ich kann dir sagen, was ich weiß. Du und Priscilla seid Freunde? Freunde, nein. Aber Elizabeth, sie ja. Hat nicht nur eine dumme Hure in mir gesehen. Das war schon was. Ich wollte die Hurerei aufgeben und was Anständiges machen. Aber niemand wollte mich einstellen. Als Wäscherin nicht, als Dienerin nicht, als Köchin nicht. Nur Priscilla war anders. Sie hat mir angeboten, mich in ihrem Stück zu besetzen, weißt du? Viele Schauspieler hatten Angst vor ihren Scherzen über das ewige Feuer. Lispelotte auf der Bühne. Kannst du dir das vorstellen? Na, der Traum ist ja jetzt ausgeträumt. Ich stehe wieder an der Straße. Das tut mir leid. Es könnte auch schlimmer sein. Das sag ich mir jedenfalls. Priscilla war nicht das einzige Opfer. Ist dir das klar? Mein Lieber, natürlich ist es das. Dies hat ja nicht erst gestern begonnen. Es sind schon andere so gestorben. Aber wer gibt was drauf? Menschlicher Abfall. So nennen uns die Wachen. Erinnerst du dich an Namen? Sie hatten keine richtigen Namen. Glatze, Locke, Backe. So wurden sie genannt. Keine Freunde, keine Familie. Die Leichen sind schon lange verbrannt. Pass auf dich auf. Ich muss mich noch etwas umsehen. Wäre nett, wenn ihr mich nicht stört. Versteht sich. Wir halten uns zurück. Aber wenn du hier noch etwas findest, sag es uns. Mir dröhnt der Schädel. Hast du ein Problem? Der Fußabdruck eines Mannes, vielleicht des Mörders. Es lag Gewicht auf der Ferse. Er hat einen Schritt nach hinten gemacht. Der Mörder ist geflohen, bevor die Wachen kamen. Hier entlang, hier enden die Spuren. Seltsam, diese Mauer würde nicht mal ich schaffen. Was willst du? Das ewige Feuer mag uns beschützen, aber ein Hexer ist auch ganz praktisch.
bin ich kaputt. Jemand da? Verschwinde! Oder ich lass die Hunde los! Fetzer! Striegel! Bei Fuß! Schon gut. Ich bin wegen Fabian Meyer hier. Ich suche den Mörder. Ah, das ist dann wohl was anderes. Sitz! Dumme Tölen! Platz! Komm rein! Langsam! Sonst beißen sie! Wirklich niedlich, die Burschen. Spinnst du? Sogar mir machen sie Angst. Aber besser bellende Hunde als böse Männer auf der Schwelle. Dachtest du an jemand Bestimmtes? Natürlich, um das Schwein, das Fabian getötet hat. Als sie seine Leiche abgeholt hatten, bin ich sofort zu einem Freund gelaufen, der Kampfhunde züchtet. Hab diese beiden Kollegen gekauft. Musste ganz schön was springen lassen. Aber wenigstens schlafe ich ruhig. Wer bist du denn eigentlich? Der Bruder des Verblichenen. Gus heiße ich. Wir hatten zusammen eine Werkstatt. Meyer und Meyer. Und jetzt heißt sie nur Meyer? Nein, Mann. Ich mach sie dicht. Sobald ich einen Käufer für die Hütte finde, gehe ich zurück nach Mahakam und zu meiner Familie. Oder was davon noch übrig ist. Also, was willst du wissen? Was kann ich dir über Fabian sagen? Sag mir, was du über den Mord weißt. Ausführlich und in der richtigen Reihenfolge. Es war so. Ich kam aus Ochsenfurt zurück und sah eine Rauchwolke über der Stadt. Ich dachte schon, Mist, ich verpasse, wie sie eine Hexe verbrennen. Aber der Rauch kam nicht vom Platz des Hierarchen, sondern von hier. Siehst du die Rußflecken? Da sind unsere Skulpturen verbrannt. Die Leute versammelten sich um das Feuer und fanden Fabian hier daneben. Als ich eintraf, hatten sie ihn schon auf einen Wagen geladen. Hast du mit den Nachbarn gesprochen? Haben die was Verdächtiges gesehen oder gehört? Angeblich nicht. Aber selbst wenn, sie hätten nicht geholfen. Die Novigrader machen selbst um blutende Waisenkinder einen großen Bogen, damit die Schnabelschuhe sauber bleiben. Was soll sie da, ein Zwerg scheren? Hatte dein Bruder Feinde? Mochte ihn jemand nicht? Oder er vielleicht bedroht? Nein, eigentlich war es Fabian, der so einem Mädel einmal gedroht hat. Er war ein guter Zwerg und ein hervorragender Handwerker. Aber auch ein unverbesserlicher Hurenbock. Wann immer wir etwas Geld hatten, ich wollte davon Werkzeug und gutes Holz kaufen, aber er schnappte sich immer die Börse und ging zu den Huren. Auf eine hatte er es besonders abgesehen. Er setzte ihr zu, rief, es ist alles deine Schuld, du Menschenschlampe, und warf ihr noch andere Obszönitäten an den Kopf. Ich weiß nicht, was das sollte. Vielleicht war er in sie verliebt. Weißt du, wo ich sie finde, diese Schlampe? Stadtfriedhof. Sie ist vor ein paar Tagen gestorben. Einfach so im Schlaf. Ein Fieber, hat ihr Zuhälter gesagt. Gut, wir haben genug geredet. Ich muss mich umsehen. Sei mein Gast. Aber pass auf die Hunde auf. Blutflecken. Hier wurde Fabian gefunden. Der Mörder hat was Schweres geschleift. Statuen oder eine Leiche. Darf ich mal in die Werkstatt? Ich habe da nicht einmal reingeguckt, seit sie Fabian gefunden haben. Aber ich lass dich rein, wenn du willst. Bin gespannt, wer es ist, Chat. Hab noch keine Idee. Außer der eine in der Leichenhalle, der kam mir ein bisschen sass vor. Aber tatsächlich auch der, der uns begleitet hat, der alte Knacker. Den fand ich auch ein bisschen
unheimlich. Noch mehr Blutflecken, aber nicht so viele, als dass er daran verblutet wäre. Außer jemand hat das Blut weggewischt und nur ein paar Flecken zurückgelassen. Augen. Menschlich. Total verwest. Die Möbel wurden umgeworfen. Das hier sieht nach einem Tritt aus. Die Verletzung an seinem Fuß. Die Möbel wurden umgeworfen. Das hier sieht nach einem Tritt aus. So interessant einfach, das macht so Spaß. Formaldehyd. Das hat wohl kaum Fabian benutzt. Formaldehyd. Das hat wohl kaum Fabian benutzt. Nein, nein. Ach du Scheiße, Chat. Damals ging schon kranke Scheiße ab. Deinesgleichen sollte in Novigrad nicht zu melden. Das ewige Feuer nicht beschützen. Aber ein Hexer ist auch ganz praktisch. Ich konnte mit dem Scheiterhaufen nicht interagieren. Die sind schlimmer als Gaunt. Mehr Werbung? Oder bist Sub, du kriegst keine Werbung. Götter, arme Leute. Hey Hexer, der Leichenbeschauer will dich sehen. Noch ein Opfer. Ich soll dir sagen, dass die Vordertür für dich offen ist. Du sollst kommen, so schnell du kannst. Das sind Messerwunden. Das waren Banditen, ganz einfach. Was soll das Gesicht? Harte Zeiten. Ja, verdammt hart. Verdammte Banditen! Man kann nicht mehr auf die Straße raus! Bist du Eustachius, der Leichensammler? Woher weißt du das? Ich glaube, das ist der vierte Sinn. Du hast Fabian Meyer in die Leichenhalle gebracht? Fabian? Wir machen heute wieder ein paar Fragezeichen. Ja. Keine Augen, kein Herz. Einer von denen, oder? Auch keine Börse, wenn ich mich recht entsinne. Einer von denen? Gab es also noch mehr solche Leichen? Oh ja. Bettler, Gassenjungen, Bordsteinschwalben. Einer davon war so stattlich, dass ich sie in Teile schneiden musste, um sie auf den Karren zu kriegen. Schlüpfrige Schnepfe nannte man die wegen... Über manche Dinge schweigt man besser. Was ist mit den Einzelteilen passiert? Was meinst du? Hochwürden Nathaniel hat angeordnet, dass sie verbrannt werden. So eine Schande. Schande? Warum? Ach, schon gut. Noch etwas, worüber man besser schweigt. Du hast Fabians Leiche durchsucht? Naja, ich habe vielleicht einen Blick in seine Taschen geworfen, damit nichts umkommt. Nennen wir die Dinge beim Namen. Du bist ein Fledderer. Gut, nennen wir sie beim Namen. Das geht dich einen Scheißdreck an. Was bist du? Ein Steuereintreiber? Verpiss dich, Mutant! Rede, was hast du bei ihm gefunden? Ja, wie du willst. Nur Tant und Schnickschnack. Einen Ring mit Glasperlen, ein paar Münzen, einen Brief. Schau. Aus erstklassigem Pergament. Ich wisch die Schrift ab und verkauf's als neu. Das ist Menschenhaut. Priscilla, der Name des nächsten Opfers. Wenn du dies der richtigen Person gegeben hättest, wäre ihr vielleicht nichts passiert. Was zur Hölle kümmert mich irgendeine Priscilla? Haben wir nicht genug Frauen in der Stadt? Hey, verdammte Scheiße! Wofür war das? Für alles. Wichtig und richtig war das. Es ist nur in ihn gefahren, dass er auf einmal so hochnäsig ist. Handelt bestimmt mit Fistich. Ah, dass die Bauern ihre Kühe heute selbst kalben. Willkommen, Meister Hexer.
Allein für die Alko-Chest lohnt sich immer, ne? Bisschen Alk. Geralt, nicht? Gut, dass du hier bist. Ich habe mit der Autopsie auf dich gewartet. Nett von dir. Von meinem letzten Besuch warst du ja nicht begeistert. Weil du unangekündigt und in unpassender Gesellschaft aufgetaucht bist. Außerdem war Hochwürden Nathaniel im Anmarsch. Unser Geistlicher hat die Stadt in einer wichtigen Angelegenheit verlassen. Und ich weiß, wer du bist und was dich antreibt. Ich helfe sehr gerne bei deinen Nachforschungen. Graz hat mir alles über dich erzählt. Ah, zweifellos hast du erfahren, wie ich den edlen Anführer der Studentenproteste in den Kerker werfen ließ. Aber hast du auch gehört, dass die Proteste alles andere als friedlich waren? Oder hat er das zu erwähnen vergessen? Es sind Leute gestorben, Hexer. Wer Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit ablehnte, lag morgens im Rinnstein. Die Kehle mit klinischer Präzision aufgeschlitzt. Joachim war mein Lieblingsstudent, aber ich musste doch etwas unternehmen. Also zeigte ich ihn an. Dann verließ ich die Universität und nahm die Stelle in der Leichenhalle an. Dort kümmert meine Vergangenheit keinen. Joachim hingegen, die Ironie des Schicksals. Jahre später wurde er Leiter der Station, die ich gegründet hatte. Wie alt ist von Graz? 50? 60? 53, glaube ich. Warum fragst du? Du siehst reichlich jung aus, um sein Lehrer gewesen zu sein. Kein Wunder. Ich lebe seit Jahren im Kalten und Dunklen und atme Balsamierungsdämpfe ein. Die Arbeit mit Leichen verlängert das Leben. Amüsant, nicht? Bullshit. Wer ist diesmal das Opfer? Joris Aquinus, ein Theologiedozent an der Universität von Ochsenfurt. Wurde heute früh in seinem Haus gefunden. Aus seinen Büchern hatte man einen Katafalk gebaut. Waren irgendwelche besonderen Titel dabei? Offenbar handeln alle Bände vom ewigen Feuer. Es sind Traktate, die sich kritisch mit den Glaubensdoktrinen befassen. Ja, Todsünde in Novigrad. Ja, ich vermute auch, dass der irgendwas Vampirmäßiges ist, dass er besser so jung geblieben. Anders kann ich mir das auch nicht erklären. Nicht? Wer mag den schon? Er ist grausam und unberechenbar. Ja. Einmal kam er hier reingestürmt, griff sich das Skalpell, das ich gerade sterilisierte, und schnitt mir in den Rücken bis auf den Knochen, weil ich vergessen hatte, den Lagerraum zu versperren. Es ist nicht leicht, so jemanden zu mögen. Meinst du nicht auch? Fangen wir an. Gerne. Die Wunden passen zum Vorgehen des Täters. Das Opfer wurde gefesselt und gezwungen, Formaldehyd zu trinken. Dann entfernte der Mörder die Augen, platzierte glühende Kohlen in den Augenhöhlen, öffnete den Brustkorb und... Was ist das denn? Pergament? Aus Menschenhaut? Eine Nachricht des Mörders. Der Name seines nächsten Opfers. Patricia Wegelbuth. Kennst du sie? Ja, ich war sogar schon mal bei ihr. Mit... Ich muss sie finden. Sofort. Bis zum nächsten Mal, Hexer. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es bei mir gerade Klick macht. War das nicht eine Frau? Seht ihr, was ich glaube? Ich kann mich wieder an die Quest erinnern. Je mehr ich trinke, desto schlauer werde ich.
es bei Level Up aktuell einen Rabatt gibt, muss mal gucken. Die üblichen 5% halt. So, Bock auf Witcher Session mit Elotrix? Ja. Wird auch wieder eine längere Session. In Level 9 und schon ein Skellige, ist das schlecht? Da fuck. Was willst du? Bist ein bisschen unterlevelt, mein Freund. Ich will Patricia Wegelgut sprechen. Du glaubst wohl, jeder der hergelaufene Strauch könnte... Sie ist in Lebensgefahr. Lass mich rein, sonst hast du ihr Blut an den Händen. Wenn du dir das nur ausgedacht hast, schmeißen sie meinen Hintern hochkant raus. Und ich dachte, eine Wache sollte ihre Schützlinge beschützen, nicht ihren Hintern. Na schön. Ich bringe dich zu Herrin Wegelgut. Aber keine Tricks, klar? Oh, Geralt, das ist ja eine schöne Überraschung. Gar nicht schön. Ich muss deine Mutter sprechen. Ihr Leben ist in Gefahr. In Gefahr? Mach keine Witze. Ich habe Mutter heute Morgen gesehen. Sie war traurig, aber bei bester Gesundheit. Ich jage einen Serienmörder. Und ich habe Grund zu der Annahme, dass deine Mutter das nächste Opfer sein soll. Naja, selbst wenn. Unsere Wache. Er ist besonders grausam, wenn er mordet. Er quält seine Opfer. Schneidet ihnen das Herz raus. Sehen wir nach ihr. Nur zur Sicherheit, ja? Das ist doch alles kaum zu glauben. Aber es scheint dir ernst zu sein. Bitte folge mir. Ein ideales Feuer für Belletine. Ist nur die falsche Jahreszeit. Ich sagte ja, dass Mutter mir traurig vorkommt. Weißt du noch? Tatsächlich steckt sie mitten in einer Glaubenskrise. Einer schweren. Wir waren in Novigrad. Da hat Mutter die Scheiterhaufen auf dem Platz des Hierarchen gesehen. Sie hat auf dem Heimweg kein einziges Wort gesprochen. Sie brachte alle heiligen Bücher, Insignien und Reliquien nach draußen und verbrannte sie. Dann hat sie sich eingeschlossen. Wir müssen uns beeilen. Hörst du? Still und ruhig. Scheint alles in Ordnung zu sein. Wir sollten reingehen. Zur Sicherheit. Du bist hartnäckig, nicht? Gut. Aber warte hier bitte. Mutter ist sicher nicht in der Stimmung für Gäste. Ah! Er ist zur anderen Tür raus! Schnapp ihn! Ausschwärmen! Der Mörder ist doch hier! Da ist er! Auf ihn! Ich breche dir die Knochen! Zeit zu sterben! Sonst kriegst du einen Bolzen zwischen die Augen. Hör mal, ich bin der Falsche. Spar dir die Mädchen. Ich bring dich jetzt zur Erbin. Na schön. Der Mörder ist ohnehin weg. Zeig den Weg, du Held. Wir haben ihn, Herrin Ingrid. War nicht einfach. Nimm die Armbrust weg, bevor du dir wehtust. Der Mann ist unschuldig. Vergib mir, ich sah ihn rennen. Ich hielt ihn für den Mörder auf der Flucht. Hinter dem war ich her. Ich hätte ihn auch gekriegt, wenn du mir nicht reingepusht hättest. Geh mir aus den Augen, sofort! Mutter, warum hat er ihr das angetan? Warum? Weil sie das ewige Feuer gelästert hat. Das ist die einzige Parallele zu den anderen Opfern. Ingrid, ich weiß, dass es hart für dich ist, aber der Mörder hat bisher immer einen Hinweis zum nächsten Opfer bei den Leichen gelassen. Darf ich? Na schön, aber ich lasse dich mit ihr alleine. Ich will sie so nicht sehen. Ich will mich nicht so an sie erinnern. Und sorge dafür, dass sie das letzte Opfer ist. Bitte!
Blutergüsse, abgerissene Fingernägel. Sie hat sich verteidigt. Darum hat es wohl länger gedauert. Und er wäre fast geschnappt worden. Da haben wir es. Süße Nettie bei Krüppel Kati. Er wird dreister. Nicht nur ein Name, sondern auch eine Adresse. Diesmal kommt er nicht davon. Dieselben Wunden wie die anderen Opfer. Eine Untersuchung wäre Zeitverschwendung. Ich muss zur Krüppel-Kati. Schnell. Noch eine leere Formaldehydflasche. Erstmal die Bonzen ausrauben. Sei gegrüßt. Ich mich vor noch ihm. So ein schmutziger Kerl. Scheißpenner. Was willst du? Oh. Was willst du? Jeder redet von dir. Das ist nicht echt. Jetzt doch. Was ist das? Brauchst du etwas, Schmeißer? Nicht zu breit. Die tanzen auf dem Galgen. Willkommen. Zeig mal. Das waren noch Zeiten. Ich bin echt gespannt, wer der Täter ist. Und ich kann mich an die Quest wirklich gar nicht erinnern. Wahnsinn. Ich weiß nur noch, dass sie fehlschlägt. Langweilig. Wenn man auf die Nebelinsel geht, weil das bei mir beim ersten Mal durchspielen so war. Was willst du? Die süße Nettie. Wo ist sie? Oben. Aber sie hat einen sehr wichtigen Kunden. Nicht stören. Ich bin ein materielles Mädchen. Grüß dich. Oh, die Welt geht unter. Ein Hexer hat mein Bordell betreten. Was ist daran seltsam? Du bist seltsam. Jeder weiß, dass Hexer wieder natürliche Mutanten sind. Und dies ist ein anständiger Puff. Hier haben die Nutten Prinzipien. Also spuck's aus. Bist du in der Hose sortiert wie ein normaler Mann? Als ich zuletzt nachgesehen habe, war alles da, wo es hingehört. Hast du was zu verkaufen?
Ich habe Lust, Karten zu spielen. Dazu werden nur Hände gebraucht. Nein, warum wechselt das Lied? Och. Endrigia. Was für ein Lächeln. Ach, wohl offen und Mona sind schon nach der Schlacht. Ein Scheiteropfer aussehen. Niemand wird dich hören, Schlampe. Keine Seele. Aber dich. Dich wird gleich die ganze Stadt hören.
Und schon wieder störst du mich, wo ich das doch so verabscheue. Eigentlich will ich mit der süßen Nettie spielen. Danach ist sie nicht mehr so süß. Aber ich kann auch mit dir anfangen. Erzähl mir zuerst, warum du das machst. Zum Spaß. Es ist befriedigend. Man kann mit Huren viele befriedigende Dinge tun. Überwiegend traditionell. Es ist nicht nötig, sie zu töten, glaub mir. Wer redet denn von töten? Ich könnte nach ein paar Verbrennungen Schluss machen. Dritten Grades vielleicht, aber trotzdem. Diese rosige Haut wird bestimmt besonders knusprig. Spar dir die Lügen. Ich habe deine Opfer gesehen. Ich weiß, wie sie enden. Du hörst nicht auf. Es sei denn, jemand kommt dir in die Quere. So wie ich jetzt. Wovon sprichst du, verdammt? Von Mord. An Fabian Meyer, Patricia Wegelbuth und zahlreichen anderen. Schwachsinn! Du hast dich geirrt, Streuner! Ich habe eine Nachricht bei Patrizias Leiche gefunden. Die hat mich hierher geführt, zu Krüppel Kati und der süßen Nettie. Wenn du sie nicht hinterlassen hast, wer dann? Weiß ich nicht. Aber ich sehe, dass wir reden müssen. In Ruhe. Wer wusste, dass du hier sein würdest? Ich hänge diese Ausflüge nicht an die große Glocke. Stell dir vor, es gibt nur einen Mann, der... Aber das ist doch nicht möglich. Der fasst doch sogar Leichen mit Samthandschuhen an. Der Leichenbeschauer. Er hat gesagt, du wärst beschäftigt. Dass du nicht in die Leichenhalle kommst. Ich muss ihm nach. Geh, aber zum Lagerhaus 12 bei den Docks. Da ist er um diese Tageszeit Material beschaffen. Vom Aldehyd. Ich bleibe hier. Ich habe mit der süßen Nettie noch eine Rechnung offen. Schließlich habe ich im Voraus bezahlt. Du wirst sie losbinden, deine Börse auf den Tisch legen, verschwinden und niemals zurückkommen. Ja, mach ich. Guter Junge. Ah!